Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend neues Löwe-Zentrum, 1961/63. Das Wort hat der Kollege Dr. Bartelt. Alf Norbert, bitte sehr, 5 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen unterstützt die Forschung über armutsbedingte, vernachlässigte tropische Infektionskrankheiten mit über 18 Millionen Euro bis Ende 2021. In einem Löwe-Projekt arbeiten mehr als 25 Teams unter Federführung der Universität Gießen, dort an den Unis Marburg und Frankfurt, dem Paul-Ehrlich-Institut und der Hochschule Mittelhessen. Die sogenannten Neglected Tropical Infectious Diseases, NTDs, können zwar meist behandelt werden, die Therapieerfolge sind aber durch Resistenzen bedroht. Einige Medikamente haben gefährliche Nebenwirkungen, oder die Verabreichung ist wenig praktikabel durch mehrfach tägliche Einnahme der Medikamente und notwendige Laborkontrollen. Diese Erkrankungen können tödlich enden oder in chronischen Verläufen die Menschen schwer beeinträchtigen. Weltweit sind mindestens 1 Milliarde Menschen von diesen 17 Erkrankungen betroffen. Ziel der Forschung in Hessen ist es nun, auf molekularer Ebene Strukturen zu identifizieren, die Anknüpfungspunkte für eine antimikrobielle Therapie, Impfstoffe oder diagnostische Marker sein könnten. Es ist eine ethische Herausforderung, dass in Teilen Afrikas, Südamerikas und Asiens Menschen an Erkrankungen schwer leiden, die man dem Grunde nach ja behandeln könnte. Hessen ist sich dieser Verantwortung sehr bewusst. Ich möchte beispielhaft 3 Erkrankungen der 17 möglichen Diagnosen nennen. An der Flussblindheit sind in Afrika 37 Millionen Menschen befallen. An der lymphatischen Filariose mit Organbefall durch Verstopfung der Lymphwege erkranken jährlich 120 Millionen Menschen. 1 Million Menschen erkranken jährlich neu an der Leishmaniose mit jährlich 30.000 Todesfällen. Letztere Erkrankung steht übrigens auch im Zusammenhang mit Forschung des Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums. Es wurde kürzlich auch im Rahmen von Löwe ein potenzieller Überträger, eine Mücke, eine Sandmücke, in Hessen als dem nördlichsten Ort entdeckt. Die Bedeutung dieser Forschungsvorhaben steht übrigens auch im Kontext von internationalen Beschlüssen und Abkommen, an denen die Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist. Die WHO beschloss, Maßnahmen zu ergreifen, die NTDs bis Ende 2020 deutlich zu reduzieren. Die Wissenschaftsakademien der G7-Staaten begleiten dieses. In der Agenda 2023 der UNO sind in den 17 Zielen, den Sustainable Development Goals, SDGs, Wasser und Hygiene, Armutsbekämpfung und Ernährung sowie Gesundheit in besonderer Weise hervorgehoben. Wir nehmen dies als Hessen auf regionaler Ebene sehr ernst und verwenden dafür auch Mittel. Wir wollen auch in diesem Zusammenhang die Diskussion voranbringen, dass auf Bundesebene die 0,7-%-Marke für Entwicklungsförderung in absehbarer Zeit eben auch umgesetzt wird. Hessen ist und bleibt auf allen Ebenen ein Land der Spitzenforschung in der Gesundheitsversorgung. Dafür danken wir den Bejahren, den Initiativen auch dieser Landesregierung. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartelt. Das Wort hat der Abg. Gernot Grumbach, SPD-Fraktion.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich sehr über die Rede des Kollegen Bartelt gefreut, weil er eigentlich den Kern sozusagen der Sache gut beschrieben hat. Ich würde dennoch versuchen, die Legende, dass Menschen in die Weihnachtszeit etwas mehr nachdenken, ein bisschen auszunutzen, indem ich ein paar Sätze zu Parlamentarismus und dieser Art von Anträgen sage. Weil ich glaube schon, dass wir an der Stelle mal gucken müssen, was tun wir hier eigentlich. Anträge sind auch nach unserer Geschäftsordnung Papiere, in denen das Handeln oder Berichte von der Landesregierung eingefordert werden oder aber Positionsbestimmungen, also in Entschließungsanträgen vorgenommen werden. Das heißt, alles, was Anträge sind, sind in der Geschichte des Parlaments, und ich habe mir den Spaß gemacht, so 5 Legislaturperioden zurückzugehen, Dinge, die in die Zukunft weisen, die darüber reden, wie wir Zukunft gestalten wollen, die darüber reden, welche Positionen wir einnehmen, damit Zukunft gestaltbar wird. Das, was wir hier vorliegen haben, ist sozusagen das Lob der Vergangenheit. Es geht eben um die Gestaltung der Zukunft und nicht um das Lob der Vergangenheit in Anträgen. Ich glaube, dass das etwas mit einer Art von Parlamentarismus zu tun hat, den wir besser anders machen. Bei Gedenktagen, Holocaust und Ähnliches, andere Baustelle, weil da geht es auch um eine Positionsbestimmung. Ich sage das schon deswegen, weil was würdigen wir hier eigentlich? Wir würdigen, dass der Haushaltsgesetzgeber Geld bereitgestellt hat, und zwar ziellos, dass ein paar kluge Wissenschaftler ein wirklich perfektes Konzept für ein Forschungsprojekt aufgemacht haben, das all das erfüllt, was der Kollege Bartelt zu Recht beschrieben hat. Damit hat die Landesregierung nur einfach gar nichts zu tun. Und dass ein paar andere Wissenschaftler gesagt haben, dieses Projekt ist gut. Die Frage ist doch, ob wir in dieser Art von Debatte nicht einfach ein sinnloses Instrument nutzen. Weil ich sage das mal, Parlamentarismus lässt das nicht zu. Aber angemessen wäre es für die Leistung derer, die da etwas gemacht haben, nämlich die Wissenschaftler, die dieses Projekt tragen, die in den Wissenschaftsausschuss einzuladen oder das Plenum einzuladen und sie in der Tat vortragen zu lassen, wie sie Leid statt Profit bekämpfen und an der Stelle sozusagen für eine Veränderung der Lebenssituation von Menschen sorgen, für die sonst keiner gesorgt hat. Das wäre etwas, was wichtig, was richtig wäre. Aber Parlamentarismus in der heutigen Form lässt das nicht zu. Ich glaube schon, dass wir hier eine ganze Menge von Art von Umgang mit solchen Dingen haben, wo wir unsere Zeit, unsere wenige Zeit, ein bisschen mehr darauf verwenden sollten, wie wir Zukunft gestalten, statt darüber zu reden, was andere Leute tun. Ja, das ist ein super Projekt, deswegen werden wir dem Antrag auch zustimmen, aber auch darüber reden, was wir selber zu tun gedenken, statt immer Werbeblocks für die eine oder andere Landesregierung einzulegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Kollegin Knell. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Grundsätzlich kann ich mich der Kritik von Herrn Kollegen Grumbach anschließen. Ich möchte trotzdem auch inhaltlich zu diesem Thema Stellung nehmen. Seit Jahresbeginn hat das neue Löwe-Zentrum Druid seine Arbeit aufgenommen und forscht auf dem Gebiet der seltenen tropischen Infektionskrankheiten, um neue Wirkstoffe und Behandlungstherapien zu entwickeln. Drei der bekanntesten vernachlässigten tropischen Infektionskrankheiten sind das Denguefieber, Ebola und das Zika-Virus, das sich im Jahr 2016 eben vor allem in Süd- und Mittelamerika ausgebreitet hat. Das Forschungsprojekt ist auch sehr ambitioniert. Über 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten in über 25 Arbeitsgruppen zusammen und bündeln so ihre Expertise. Die Krankheiten, die alle sehr gefährlich sind, betreffen weltweit etwa 1 Milliarde Menschen in Ländern, die nicht die Mittel und nicht die medizinische Infrastruktur haben, um gegen diese Krankheiten etwas ausrichten zu können. Die können übrigens teilweise auch in Ländern, in denen ich war, in Ostafrika, nicht einmal etwas gegen normales Fieber oder Malaria ausrichten, weil es einfach nur am Geld scheitert. Menschen
die von den vorher genannten Krankheiten befallen werden, tragen, wenn sie eben nicht daran sterben, lebenslange Behinderungen davon. Und auch Flüchtlinge, Migranten, Reisende aller Art können diese schweren Infektionskrankheiten in unserer globalisierten Welt in kurzer Zeit weiter verbreiten. Deshalb ist es auch generell wichtig, Spitzenforschung zu fördern. Und für unser Land, für Hessen, ist es wichtig, Spitzenforschung auch anzusiedeln und Hessen als Wissenschaftsstandort weiter voranzubringen. Und Spitzenforschung lebt von vernetzten Strukturen, die Hochschulen miteinander verbinden, sowie wissenschaftlichen Disziplinen, die nationales Know-how mit internationalem verbinden, aber auch die Übertragung in die praktische Anwendung mit den entsprechenden Kooperationspartnern vollziehen. Das heißt, in einem weiteren Schritt muss dann auch der Transfer bis hin zu den erkrankten Menschen gelingen. Und wenn das Projekt Druid gelingt, was wir uns natürlich alle erhoffen, wird es letztlich darauf ankommen, diese Wirkstoffe auch möglichst allen Menschen, die davon betroffen sind, zur Verfügung zu stellen. Denn oft ist es leider so, dass eben nur ein geringer Teil der Erkrankten die benötigten Medikamente dann tatsächlich auch erhält. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, die Aufgabe der Politik, entwicklungspolitische Strategien zu entwickeln, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Druid ist ein Beispiel für angewandte Forschung. Daraus sollten dann auch neue Impulse für Innovationen, zum einen für Wissenschaft und Lehre entstehen, zum anderen aber auch zum Wohle der Menschheit. Danke schön. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege May für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Druid-Löwe-Forschungszentrum verbindet die Forschungstätigkeiten von drei Universitäten, einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und einem außeruniversitären Forschungsinstitut. Es zeigt ganz deutlich, dass mit der Löwe-Förderung die Interdisziplinarität, die hochschultypenübergreifende Forschung gefördert wird. Mit der Förderung als Löwe-Zentrum wird also ein Forschungsverbund mit einem zusätzlichen Budget geschaffen, der nicht möglich wäre, wenn diese Kumulation von Mitteln dort nicht passieren würde. Das Löwe-Zentrum Druid ist daher ein sehr gutes Beispiel dafür, warum die Löwe-Förderung sinnvoll ist, wie sie funktioniert und was sie leisten kann. Sie zeigt nämlich ganz deutlich, dass in einem wettbewerblichen Verfahren wichtige Zukunftsfragen herausgeschält werden und dann eben überzeugen. Und es zeigt weiter, dass Forschung in diesem Land Verantwortung übernimmt. Denn mit dem, was das Zentrum macht, sich nämlich vernachlässigten Tropenkrankheiten, die besonders dann eben diejenigen betreffen, die arm sind, wird eine gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen, die ansonsten nicht wahrgenommen würde. Von daher kann ich sagen, denjenigen der großen Anzahl von Menschen, die damit potenziell geholfen werden kann, wenn man das betrachtet, kann ich sagen, dieses Geld ist sehr gut eingesetzt. Und ich glaube, dass hier drängende Probleme behandelt werden. Und von daher ist das zu begrüßen. Und wir haben in diesem Jahr ja schon einmal über die Frage der Löwe-Förderung debattiert. Wir haben im Laufe des Jahres in mehreren Debatten, die nicht in diesem Saal stattgefunden haben, auch darüber debattiert, ob man überhaupt das Instrument der Löwe-Förderung haben soll. Karin Wolf und ich, wir haben auf mehreren Podiumsdiskussionen diesbezüglich teilgenommen. Und da gab es die Forderung einer Fraktion, ist das eigentlich sinnvoll, die Löwe-Mittel so auszuweisen, oder sollten sie nicht eher in der Grundfinanzierung aufgehen? Und ich bin der festen Auffassung, wenn man dieser Auffassung, wenn man diesem Ansatz folgen würde, dann gäbe es diese Möglichkeit nicht mehr, dann gäbe es nicht die Möglichkeit, Mittel auf einen Punkt zu konzentrieren, und dann hätte es auch das Projekt Druid nicht gegeben. Und damit wird doch ganz deutlich, was das bedeutet. Wenn man dieser Auffassung folgt, dann hätte es auch den segensreichen Ansatz von Druid nicht gegeben. Und von daher, glaube ich, wird an diesem Beispiel sehr deutlich, dass dieser Ansatz in die Leere führt. Und es ist und ich möchte an dieser Stelle auch Kollegen Grumbach widersprechen, dass wir heute hier nicht Handeln für die Zukunft beschreiben würden, dass wir keinen Auftrag der Landesregierung geben würden.
sondern wenn Sie dort in den letzten Satz der Ziffer 1 hineinschauen, dann sehen Sie dort sehr deutlich, dass wir sehr wohl heute Position beziehen, dass wir sagen, dass dieser Ansatz, den Löwe verfolgt, dass wir den auch in Zukunft weiterverfolgen wollen und dass wir das für ein sinnvolles Instrument halten. Und von daher glaube ich, dass man hier an dem Beispiel durchaus auch ein Prinzip bestärken kann. Und von daher kann ich Sie nur dazu aufrufen, dieser Initiative Ihre Zustimmung zu geben. Und noch ein letztes, Kollege Grumbach. Wenn Sie hier sagen, das sei notwendig, weitergehende Initiativen im Bereich der Forschungspolitik auf den Weg zu bringen. Ich habe jetzt in der Zeit, während die Kollegin Knell geredet hat, mal kurz durchgeschaut, welche Initiativen die SPD-Fraktion in den letzten Jahren so gestartet hat. Bin ich durchgekommen, bin aber so bei 3000er Drucksachennummer bin ich angelangt und habe keine einzige Initiative der SPD-Fraktion zum Thema Löwe oder überhaupt zum Thema Forschung überhaupt gefunden. Ich finde, wenn Sie hier solch einen Anspruch formulieren, dann müssen Sie den auch gegenüber sich selbst gelten lassen. Gerade beim letzten Bericht der Uni Frankfurt hat sich gezeigt, wie segensreich die Löwe-Förderung gewesen ist, was wir hier an Bundesmitteln in Hessen kumulieren konnten, was an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, was an Sonderforschungsgebieten in Hessen entstanden ist, dadurch, dass wir Löwe haben. Von daher glaube ich, zeigt das, dass wir in diesem Bereich so weitergehen sollten. Aber ich will auch eines ganz deutlich sagen. Förderung der Spitze kann nur dann gelingen, wenn wir auch die Basis stärken. Deswegen war es richtig, dass diese Koalition aus CDU und Grünen als erste 2013 gesagt haben, wir setzen das um, was die großen Wissenschaftsorganisationen damals gefordert haben, nämlich 1% oberhalb der Inflationsrate die Grundfinanzierung verlässlich aufwachsen lassen, damit insgesamt 180 Millionen Euro Grundfinanzierung gestärkt. Und diesen Weg wollen wir auch in Zukunft weitergehen, nämlich die Grundfinanzierung verlässlich weiter wachsen zu lassen, Planungssicherheit den Hochschulen zu geben. Denn für uns ist klar, wir brauchen Spitzenforschung, aber wir brauchen auch eine Förderung der Basis, eine stabile Grundfinanzierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Laut dem Deutschen Netzwerk für vernachlässigte Tropenkrankheiten sind weltweit 1,9 Milliarden Menschen von den sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten betroffen, besonders häufig natürlich dort, wo die Armut und das Elend am größten sind. Betroffen sind auch und gerade Kinder davon. Und hier spielen die Lebens- und Hygienebedingungen eine entscheidende Rolle. Die Folgen dieser Krankheiten sind beispielsweise Erblindungen, Lähmungen, Entstellungen und oftmals auch der Tod. Und dabei ist es keineswegs so, dass diese Krankheiten nicht heilbar wären. Ein Beispiel ist die erfolgreiche Bekämpfung von Trachom. Trachom ist eine der ältesten Infektionskrankheiten. Sie ist hoch ansteckend und wird meistens von Fliegen übertragen. Eine Folge kann die vollständige Erblindung von Betroffenen sein. Und diese Krankheit kann mit den bereits existierenden Medikamenten schon erfolgreich behandelt werden. Ghana, eines der bislang am stärksten betroffenen Länder, hat es geschafft, durch Medikamente und durch medizinisches Personal jetzt seit diesem Jahr trachomfrei zu sein. Und es gibt viele weitere Beispiele, wie überwiegend auf Armut basierende Tropenkrankheiten erfolgreich bekämpft oder sogar ganz ausgerottet worden sind. Der Schlüssel in all diesen Fällen ist der Wille, diese Krankheiten anzugehen, und zwar auch ohne große Profiterwartungen vonseiten der Pharmakonzerne. Und daher begrüßen wir es, dass das Land Hessen fast 19 Millionen € in die Erforschung der Tropenkrankheiten steckt und wünschen vor allem den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Forschungszentrum TROID viel Erfolg, meine Damen und Herren. Wir sehen aber die Gefahr, dass trotz Erfolgen der Forschung eben nicht alle 1,9 Milliarden Menschen davon profitieren werden. Denn bislang ist es so, dass wirksame Medikamente zwar oft entwickelt wurden, aber eben häufig nur durch den Goodwill der Pharmaindustrie in Form von gezielten Spenden an die Betroffenen gebracht werden. Und viele Krankheiten könnten im Grunde ganz ausgerottet werden, wäre der Wille und eben auch das Geld dazu vorhanden. Und daher sehen wir das Land Hessen auch in der Verantwortung, sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen weltweit von den Forschungserfolgen profitieren können. Sich auf Goodwill der Pharmaunternehmen zu verlassen, ist so ein bisschen wie Lotto spielen. Entweder man hat ganz viel Glück
und gehört zu den Gewinnern, die an die Medikamente herankommen. Aber die meisten gehören eben weiterhin zu der großen Masse derer, die keinen Zugang zur medizinischen Behandlung haben. Deswegen darf nicht der Profit im Vordergrund stehen, sondern dass auch Medikamente gegen solche Krankheiten entwickelt werden, die zwar zahlreiche Menschen betreffen, und 1,9 Milliarden, das ist fast ein Drittel der Menschheit, aber nicht profitabel vermarktet werden können. Und sie dürfen auch nicht nur entwickelt werden, sondern sie müssen eben auch zur Verfügung gestellt werden. Laut Studien sind die vernachlässigten Drogenkrankheiten für 11% aller Krankheiten weltweit verantwortlich, aber nur 4% der neuen Medikamente, die zwischen 2000 und 2011 zugelassen wurden, waren zu deren Bekämpfung gedacht. Von daher ist es richtig, dass das Land hier Geld in die Hand nimmt und in diesem Bereich die Forschung fördert. Aber lassen Sie mich noch kurz zu einem anderen Aspekt Ihres Antrags was sagen. Das hat Herr May ja auch bereits gesagt. Sie fördern das Forschungsprojekt im Rahmen von LOEWE, dem Exzellenzprogramm des Landes, das Sie hier in Ihrem Antrag wieder bejubeln. Und dem können wir uns ausdrücklich nicht anschließen, weshalb wir uns auch enthalten werden bei dem Antrag. Weil die Verteilung der LOEWE-Mittel ist ungerecht, sie ist befristet. Und wenn man sich die Verteilung anschaut, 729 Millionen €, davon haben den Löwenanteil von LOEWE die Unis in Frankfurt und, Frankfurt und Darmstadt bekommen. Und die Fachhochschulen, heute Hochschulen für angewandte Wissenschaften, haben wie viel? 20 Millionen € bekommen, ungefähr, Herr Minister. Vielleicht waren es 25 Millionen. Das ist der Anteil der HAWs an den gesamten LOEWE-Mitteln von 729 Millionen €. Und das ist ein großes Problem, dass die Hochschulen nach wie vor chronisch unterfinanziert sind. Und sie brauchen in erster Linie eine solide und verlässliche Grundfinanzierung statt eben Exzellenzförderung und immer mehr Wettbewerb. Weil das führt doch am Ende genau wieder zu prekärer Beschäftigung an den Hochschulen, weil die planbare Finanzgrundlage einfach nicht da ist und es eine Abhängigkeit von Drittmitteln gibt. Und damit werden Stellen eben auch befristet. Und das, das ist das Problem von allen LOEWE-Projekten. Auch wenn da im Rahmen der LOEWE-Projekte zum Teil wichtige und gute Forschung gemacht wird. Aber das LOEWE-Programm, bei der Kritik bleiben wir, das ist ein falsches Programm, weil es eben nicht auf dauerhafte Strukturen setzt, sondern letztlich die prekäre Beschäftigung an den Hochschulen fördert und dafür sorgt, dass Forscherinnen und Forscher dauernd neue Anträge schreiben müssen und dauernd mit der Einwerbung von Drittmitteln beschäftigt sind, statt zu forschen. Und deswegen, letzter Satz, abschließend möchte ich den Forscherinnen und Forschern, die auf so einem wichtigen Feld wie der Bekämpfung von vernachlässigten Tropenkrankheiten arbeiten, viel Erfolg wünschen. Und vor allem möchte ich Ihnen wünschen, dass Ihre Erkenntnisse möglichst vielen Menschen am Ende auch zugutekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag in der Tat liegt schon einige Zeit, wenn ich das so sagen darf, in den Schubladen des Landtages. Und trotzdem, lieber Herr Grumbach, das Thema hat ja nun wirklich kein bisschen an Aktualität verloren. Deswegen ist es gut, dass wir das heute hier diskutieren. Deswegen ist es gut, dass wir es erörtern, denn es ist ein wirklich zukunftsgewandtes Thema, mit dem wir uns heute in dieser letzten Plenarsitzung des Landtages in dieser Legislatur befassen. Der Forschungsverbund DRUID hat sich, und das muss man, glaube ich, wirklich sagen, in sehr überzeugender Art und Weise durchgesetzt im LOEWE-Programm und wird jetzt mit 18,8 Millionen € durch das Land gefördert. Und, verehrte Frau Wissler, das ist nun einmal das Kernmerkmal von LOEWE, die Wettbewerbsorientierung. Es geht eben nicht darum, mit der Gießkanne durchs Land zu ziehen und irgendwo dann, ich sage mal, in gleichmacherischer Art und Weise das Geld zu verteilen. Das könnten wir uns einfacher machen. Das wird aber nicht dazu führen, dass wir zu guten Ergebnissen führen. Und ich habe mich ein bisschen gewundert. Wir hatten ja Frau Prof. Wolf, die Präsidentin der Goethe-Universität, vor wenigen Tagen im Ausschuss. Hätten Sie ja einmal mit ihr darüber diskutieren können, ob sie das gut findet, dass das Geld bei ihr ist oder eben nicht bei ihr ist. Also, das haben Sie natürlich nicht gemacht. So.
Und ein anderer Punkt, Sie vergleichen ja bei dem Thema wie immer Äpfel mit Birnen. Die Fachhochschulen werden von uns gerade in der Forschung ganz besonders gefördert, und zwar mit einem extra Forschungsprogramm, das wir im Hochschulpakt verankert haben. Ja, natürlich ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Wir haben das Promotionsrecht für Fachhochschulen eingeführt, für forschungsstarke Bereiche. Also, ich glaube, hier in Hessen müssen wir uns nichts erzählen lassen von irgendjemandem, wie man sich um Fachhochschulen, für Hochschulen für angewandte Wissenschaften kümmert. Von gar niemandem. Zweitens. Sie haben von einem falschen Programm gesprochen. Also, liebe Frau Wissler, damit stehen Sie nur wirklich vollständig alleine in der gesamten Landschaft all derer, die sich mit Wissenschaft befassen. Denn alle sind glücklich, dass es dieses Programm gibt. Und es gibt gute Gründe, dass DRUID gefördert werden wird und gefördert wird. Das ist einmal, Sie haben es selbst erwähnt, der Kampf gegen vernachlässigte Tropenerkrankungen, Denguefieber, Ebola, Zika-Virus, also wirklich hochrelevante globale Herausforderungen. Unzählige Menschen leiden weltweit an tropischen Infektionskrankheiten, die ausgelöst werden durch Bakterien, Parasiten und Pilze. Meist trifft es, und deswegen haben wir natürlich auch eine, ich sage mal, gesellschaftliche Verantwortung, meist trifft es die Ärmsten der Armen. Und jetzt gibt es Menschen, die stellen die Frage, was hat das mit Deutschland zu tun? Ich verurteile die Frage, weil sie eben eine unmenschliche Frage ist. Aber auch diese Frage, wenn man sie denn überhaupt beantworten will, kann man beantworten, auch hier in den entwickelnden Ländern spielt das Thema zunehmend eine große Rolle. Das hat zu tun mit Tourismus, das hat zu tun mit Migration, das hat zu tun mit dem weltweiten Handel und so weiter und so fort. Und ein ganz großes Problem ist natürlich, es gibt kaum wirksame Behandlungsmöglichkeiten. Und genau da setzt eben DRUID an. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen neue Wirkstoffe entwickeln, sie wollen Impfstoffe neue entwickeln, sie wollen neue Diagnostika entwickeln. Ich glaube, alleine das macht es schon notwendig, hier eine solche Unternehmung zu starten. Zweitens. Im Löwe-Zentrum DRUID bündeln die drei Universitäten Gießen, Marburg und Frankfurt, die Technische Hochschule Mittelhessen und das PAI in Langen ihre, und das muss man wirklich sagen, beeindruckenden Stärken in der medizinischen Forschung. Das macht wirklich schon die Schlagkraft hier ganz besonders deutlich dieser Unternehmung. Es ist eine gezielte Vernetzung der verschiedensten Fachdisziplinen, und das schafft dann auch wirklich die Voraussetzung für das, was ich eben gesagt habe, nämlich Erarbeitung neuer Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten. Und drittens, das will ich auch noch erwähnen, die Wissenschaftler haben hier wirklich eine einzigartige Möglichkeit, eine Arbeit auf Weltniveau zu erreichen. Da will ich nur sagen, wichtig sind vier neue Professuren an den drei Universitäten, die eingerichtet und finanziert worden sind. Und viertens, auch das will ich noch erwähnen, dieses Löwe-Zentrum ist ein wirklich international sichtbares Kompetenzzentrum, und es wird einen gewichtigen Beitrag dazu leisten, die Verbesserung der Lebenssituation von Millionen benachteiligten Menschen zu öffnen. Und schon alleine das war es eigentlich wert, ein Programm wie Löwe aufzulegen, verehrte Frau Wissler. Ja, wenn man sich die Dinge anschaut, also das hat schon enorm viel bewegt. 32 Stellen mit Nachwuchswissenschaftlerinnen besetzt, eine W2-Professur für molekulare Virologie besetzt. Frau Hofmann, nein, sie ist gerade nicht da. Wir haben ja so eine, ich sage mal, etwas absonderliche Auseinandersetzung im Ausschuss gehabt mit der Uniklinik Frankfurt. Das ist eine ganz wichtige Antwort auf das, was Sie ja nicht verstanden haben im Ausschuss, was wir Ihnen dann aber erklärt haben. Und, meine Damen und Herren, Drittmittel im Umfang von insgesamt, naja, das war ein peinlicher Auftritt. Also der Herr Auftritt, Staatsminister, ich darf an die Redezeit der Fraktionen erinnern. So viel Freude hatte ich ja nicht mal als Innenminister, wenn Sie mir falsche Fragen gestellt haben und ich sie Ihnen glücklicherweise beantworten konnte. Aber der Auftritt war nur wirklich eine der wildesten Veranstaltungen, die ich in meiner Wissenschaftsministerzeit erlebt habe. Die Präsidentin hat darauf hingewiesen, die Redezeit ist abgelaufen. Ich glaube, wir haben hier wirklich einen ganz wichtigen Grundstein dafür gelegt, dass das Land Hessen ein sichtbares Zeichen seiner gesellschaftlichen Verantwortung in einer zunehmend globalisierten Welt liefert. Das ist auch dann eine Antwort auf die Fragen, die Herr Grumbach gestellt hat, den das, glaube ich, sehr gestört hat, was wir da im Wissenschaftsausschuss veranstaltet haben, mit Frau Hofmann zu Recht gestört hat. Ich habe das an seinen Gesichtszügen gesehen. Ein wichtiges Zukunftssignal. Deswegen ist es gut, dass wir das heute hier diskutiert haben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann lasse ich über den 6163 aus 19 abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von ja, können Sie sich entscheiden. Ja, CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen und SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion der LINKEN, dann ist der Antrag angenommen.